Gute Freunde sind einzigartig. Sie sind immer für uns da. Unsere Freunde geben uns Halt, hören uns zu, lachen oder weinen mit uns. Und gerade in der Welt der Promis, wo es vielen nur um den Fame geht, ums Rampenlicht, gerade da sind Freundschaften so wertvoll. Aber existieren in so einer Welt noch echte Freundschaften? Freunde, die alles füreinander tun würden? Um das herauszufinden, habe ich ein paar Promis zu einem Test eingeladen, einem Freundschaftstest. Sie werden heute sehen, wie weit ihre Freunde bereit sind, für ihre Freundschaft zu gehen. Und ob sie sogar bereit sind, für ihre Freundschaft zu lügen. So, da sind wir. Und bei mir ist heute Oliver Polak. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, sag mal, hast du deine Freundschaften so grundsätzlich, hast du die schon sehr strapaziert in deinem Leben? Nicht so wirklich, aber ich muss sagen, irgendwie, meine Freunde sind immer da. Ich bin auch für meine Freunde da, die sind für mich da. Ja, aber manchmal muss man das vielleicht überprüfen, um zu gucken, ist es immer noch so. Vielleicht ist das eine alte Annahme. Und vor allen Dingen ist auch die Frage, unter Prominenten, gibt es da überhaupt Freundschaften, die belastbar sind? Das werden wir heute rausfinden, denn wir werden heute mit ein paar konstruierten Stories, die wir uns ausgedacht haben, überprüfen, ob die Menschen, die Olli von einer Geschichte überzeugt, für ihn bereit wären, sofort zu lügen. Das ist der Plan. Um eine Freundschaft von Oliver Polak zu testen, bitte ich ihn, einen Freund anzurufen. Olli soll ihm folgende ausgedachte Geschichte erzählen. Angeblich wurde Olli von der Polizei angehalten. Und die hat eine verdammt große Menge Marihuana im Kofferraum gefunden. Und das ist ja illegal. Olli erfindet eine Ausrede. Er sagt, dass es medizinisches Marihuana sei und ein Arzt das bestätigen kann. Nun soll Ollis Freund vor der Polizei am Telefon so tun, als wäre er dieser Arzt. Sein Freund soll lügen, damit Olli nicht verhaftet wird. Wen würdest du anrufen? Naja, ich dachte, es würde ganz gut passen, weil ich Edin Hasanovic gleich wegen Podcast anrufen muss. Dachte ich, dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe quasi schlagen. Dachte ich, Edin wäre ganz gut, oder? Dann rufst du jetzt Edin Hasanovic an und erzählst ihm genau diese Story. Und ich guck dann mal, wie er reagiert, wenn die Polizei dann dahinter anruft. Polak, guten Tag. Witzig, ey. Ja, danke. Ey, warte kurz. Ey, ich hab gerade voll die Scheiße am Dampfen. Pass auf, ich bin gerade in der Raststätte, ne? Ich bin schon aufs Tor gegangen. Und ich bin von den Bullen gerade angehalten worden, ne? Und ich habe Gras dabei, ne? Das Problem ist, ich habe gleich den Dreh, ne? Und nee, warte kurz. Und ich habe ja Sarkoidose, diese Lungenerkrankung, ne? Und ich habe denen jetzt gesagt, dass ich das brauche. Das haben die mir auch geglaubt. Aber die sagten, dann müsste mein Heilpraktiker oder Arzt das bestätigen, nur am Telefon. Und ich habe nur eine Bitte, ne? Du musst nur sagen, du bist mein Arzt und ich brauche das wegen meiner Lungenerkrankung. Aber ey, nee, aber bitte, würdest du das für mich machen? Du hast Gras dabei und... Ja, aber es ist auch nicht so viel, es ist auch nicht so viel, aber die machen Stress. Weißt du, da kann ja nichts passieren, wenn du einfach sagst, ja, Oliver Polak, der hat diese Lungenerkrankung, die heißt Sarkoidose. Und du kannst auch sagen, du hast gerade Patienten, kannst jetzt nicht groß reden, nur dass du sagst, ja, der hat diese Erkrankung, ich bin sein Arzt. Okay. Ey, super geil. Ich mach alles für dich. Egal, was du brauchst, ich okay. Wirklich, ja? Ich geh jetzt schnell raus, ja, die warten draußen. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich auch aufgeregt. Den hast du aber ganz schön fest, den hast du ganz schön fertig gequatscht jetzt. Ja, wie macht man das denn sonst? So, ne, genau so macht man das. Ja. Linsmeier, hallo, Polizeiinspektion 45, Abschnitt West. Ich habe Ihre Nummer von einem Herrn Oliver Polak und der gab an, dass Sie sein behandelnder Arzt sind. Da müsste ich einmal Ihre Angaben überprüfen. Stimmt das? Ja, absolut richtig, ja. Ja. Sagen Sie mir einmal Ihren Namen und die Adresse Ihrer Praxis, bitte. Nochmal, bitte. Ich brauche einmal Ihren Namen und die Adresse Ihrer Praxis. Das muss ich einmal hier eintragen. Michael Hunziker, Niederbarnimstraße 13, in Berlin. Was für eine Praxis ist das? Urologisch, allgemeinmedizinisch, was haben wir da? Allgemeinpraxis, spezialisiert auf Lungenerkrankungen. Also wir haben jetzt gerade Betäubungsmittel gefunden bei Herrn Polak im Auto. Und der hat angegeben, dass Sie das auf Rezept rausgegeben haben. Richtig. Wie lange ist Herr Polak bei Ihnen in Behandlung? Das ist schon, da müsste ich mal nachschauen, dürften mehr als 3 Jahre schon sein. Und wie ist die Krankheit, die da bei Ihnen diagnostiziert wurde? Da gibt es einen Patienten mit
Geheimnis, deswegen darf ich Ihnen ja nichts sagen ohne die Erlaubnis von Herrn Polak. Ne, die Erlaubnis haben wir hier. Der Herr Polak, der steht neben mir und der hat ja gerade bei Ihnen angerufen. Wir müssen uns einmal abgleichen, ansonsten kann ich das so nicht überprüfen. Dann muss er mit auf die Wache, dann wird das ein bisschen länger dauern. Aber das sind jetzt zwei, drei Sachen, die ich hier machen kann. Was wollen Sie jetzt genau wissen? Wie der Verlauf ist? Schwerer Verlauf. Ich muss... Schwere Atmung, Husten, enge Gefühl. Herr Hunziker, ich muss einmal wissen, wie das heißt, damit ich das abgleichen kann. Sarkoidose. Okay. Warum muss das mit THC behandelt werden? Was ist da der Vorteil? Zur Beruhigung. Und warum haben Sie Herrn Polak 300 Gramm verschrieben? Das ist ja außergewöhnlich hoch, deswegen kommen wir halt drauf, ne? Das ist über das Jahr verteilt. Der soll sich das aufteilen. Das war die Abmachung. Der soll natürlich nicht alles auf einmal weghauen, sondern... Hallo? Wir haben ja auch eine Wasserpfeife gefunden. Sorry, ich kann nicht mehr. Edin, hier ist Klaas. Häufer Umlauf? Ja. Du Drecksau. Wir wollten mal, ich konnte nicht mehr, tut mir leid, ich bin abgeworfen jetzt. Wir wollten mal überprüfen, ob praktisch eure angehende Freundschaft, die hier gerade aufflammt, ob die eine Chance haben könnte. Der kann mich am Arsch lecken. Ich bin hier im Wald und zitter am ganzen Körper. Ja, er auch. Der kriegt da sein Zeug nicht. Du bist der beste Arzt der Welt. Wirklich. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich würde gerne bei dir Patient werden. Ja, wegen sag nur die Dose. Das war der geilste Moment, wie du einfach so. Das ist so leicht falsch gesagt. Edin, vielen Dank. Bis dann. Ich melde mich. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir, es war sehr unterhaltsam. Oliver Polak.